Hallo, ich bin Carsten und dies wird eine VA für Guido vom Kanal Survival Kurse. Und zwar hat der Guido anlässlich des Erreichens seiner wahnsinnigen Abonnentenzahl von sage und schreibe 1000 ein Giveaway ausgelobt und möchte ihm natürlich auf diesem Wege recht herzlich gratulieren. Lieber Guido, du hast einen wirklich tollen Kanal und das Schöne ist, du hast auch immer noch Zeit, dir andere Videos anzuschauen. Du bist immer oder fast immer einer der Ersten, der mir einen netten Kommentar unter meine Videos schreibt, wenn ich einen neuen veröffentliche. Und du hast uns gebeten, wenn wir an deinem Giveaway teilnehmen wollen, raus in die Natur zu gehen und uns etwas Essbares zu suchen. So, ich bin jetzt hier auf einer kleinen Tour. Bin bei meinen Eltern losgelaufen und ich laufe hier schon die ganze Zeit. Rechts und links des Weges sind große, ich sag jetzt mal, schon fast Felder vom Springkraut. Und damit kann ich jetzt hier die Aufgabe erfüllen. Kann mir hier einen leckeren Springkraut. Der ist sogar süß. Ich muss sagen, ich mag Springkraut sehr gerne. So sehen die Blüten aus. Bei Springkraut ist es auch immer recht wichtig, in die Blüte reinzuschauen, ob da nicht gerade, wenn es nur eine Fliege ist, dann mag es noch gehen. Aber bei einer Wespe wird dann der Spaß aufhören. Bei den Springkrautpflanzen ist allerdings darauf zu achten, wirklich auch nur die Blüten zu essen, weil aus den anderen Pflanzenteilen wird Tatsache auch Brechmittel hergestellt. Und das ist dann natürlich nicht so angenehm. Gelesen habe ich, dass man die Samenkapseln allerdings auch gedünstet essen kann. Ich schaue gerade, ob ich hier bei den Pflanzen Samenkapseln finde. Aber es sieht, das sind nur Blüten. Im Moment finde ich jetzt keine. Wahrscheinlich sind die schon alle aufgesprungen. Ah, hier. Dieses hier sind die Samenkapseln. Und die springen dann irgendwann auf und verteilen den Samen. Und deswegen heißt das Springkraut auch so, wie es heißt. Seht mal, was ich hier noch gefunden habe. Kommt zwar kaum dran, aber gibt zwar nicht mehr viele, aber ein paar Brombeeren sind doch noch da.
So, Guido, ich bin jetzt satt. Ich hoffe mal, die VA hat dir gefallen. Und allen anderen natürlich auch. Ich danke fürs Reinschauen und sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.